Moinsen Leute, da ist er wieder, der Dragon. Diesmal live am Ort des Geschehens. Ihr kennt das ja, ich hatte das ja schon mal ein bisschen angekündigt, dass ich euch ganz gerne so ein Live-Video vom Training zeigen möchte. Ich weiß noch nicht mal, ob öffentliches Training ist. Man sieht es ja in den Medien leider nicht, aber ich sehe, dass da auf jeden Fall ein paar Leute rumlaufen. Wer wissen möchte, wo ich bin, ich drehe mich mal kurz. Ja, da hinten sieht man schon so ein bisschen was. Ist halt nicht ganz so einfach, die anderen Leute hier nicht mit zu filmen. Aber gut, das kriegen wir wohl hin. Aber wie gesagt, irgendjemand läuft da auch gerade. Wollen wir gleich mal gucken, wer das ist. Im Großen und Ganzen wollte ich euch ein paar Live-Impressionen geben, was das Training betrifft. Und dann schauen wir mal hier durch, ob wir was ergattern können, wer das ist. Dim, sieht aus wie Felix Agu, wenn ich ehrlich bin, mit einem Fitnesstrainer. Der Rasenmäher ist auch gerade mit dabei. Wie gesagt, ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht ein bisschen was vom Training präsentieren kann, aber bisher ist, glaube ich, eher Videoanalyse angesagt. Dementsprechend gibt es nicht viel zu berichten. Solange Felix Agu wieder auf dem Platz ist und sich so ein bisschen fit hält, haben wir ja schon mal so eine kleine Info. Ja, alles Weitere nachher natürlich wieder im Livestream. Gerne auch mit eurer Beteiligung. Ja, dann gucken wir jetzt nochmal, wird noch so ein bisschen was an Bier angeliefert etc. Von daher kein Stress, wir drehen mal eben ganz kurz die Kamera. Dann könnt ihr auch sehen, was ich mache. So, schaut's aus. Viel ist nicht los. Sehen kann man auch nicht viel. Die meisten von euch werden das hier ja kennen. Das Wetter, wie gesagt, ist herrlich. Von daher gibt es ja erstmal nicht viel zu meckern. Schauen wir mal, ob wir irgendwas ergattern können an Bilder. So, ihr kennt das hier ja. Also, das sind die Trainingsplätze. Rasenmäher ist dabei. Gerade den Platz vorzubereiten. Ansonsten läuft sich da jemand warm. Ja, könnte auch Ehren-Ding-Chi sein. Wollen wir mal gucken. Aber das ist, ja, das Ehren-Ding-Chi. Vermutlich eine individuelle Einheit. Weil er am Freitag ja auch nicht mitmachen konnte. Vielleicht hat er sich auch irgendwas getan. Nichts Genaues weiß man nicht. So eine kleine Sprinteinheit. Wollen wir mal gucken, ob wir da ein bisschen was erkennen können. Was zu machen ist. Steigerungsläufe. Ne? So. Der wird dann am Wochenende hoffentlich, denke ich, auch wieder spielen können. Ansonsten gibt es erstmal nicht viel zu meckern. Nicht viel zu berichten. Mannschaft ist gerade nicht am Trainieren. Der Rasenmäher macht auch sein Übriges. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher live in Farbe mit dem zweiten Teil der Derby-Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine Menge Spaß. Tut nicht mehr so viel am Tag und dann sehen wir uns später. Bis dahin, Leute, macht's gut.